Ja, hallo und herzlich willkommen an Bens Testteppich Fußabtreter, den Frau eigentlich der Meinung war, dass ich ihn noch saugen sollte, bevor ich hier Video mache, aber das wäre ja nicht authentisch. Außerdem könnte es passieren, dass er hinterher auch nicht unbedingt sauberer ist als vor diesem Video. Ja, und das ist ein Fußabtreter, dem seine Funktion ist es, dreckig zu sein. Dreckiger als der Boden der Umgebung. Was hoffentlich der Fall ist. So, Firecord. Firecord ist im Grunde Paracord, in allen Details, außer, und dann gibt es noch so eine kleine Besonderheit, nämlich, hier seht ihr, da ist was Rotes. Und warum ist da was Rotes? Naja, weil man hier die üblichen Stränge Paracord drin hat, die kennt man. Und man hat zusätzlich einen Strang, den habe ich jetzt hier sinnvollerweise mit verschmolzen mit den normalen Paracord-Strängen. Aber hier kann man ihn jetzt sehen, da steht er ab. Ja, Angelschnur. Und man hat eben einen Firecord-Strang. So, und den kann man da jetzt rausziehen. Beziehungsweise man kann das da alles rausziehen. Und dann kriegt man ganz viel Schnurgewirr. Und hat halt eben neben sieben weißen Strippen, flop, hat man eben diese Angelschnur hier. Oh, die ist, ne, jetzt, die ist natürlich schwer scharf zu stellen, das macht die Kamera natürlich so nicht. Und man hat eben diese rote Firecord. So. Und ich wollte ein bisschen philosophieren, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, ist das Quatsch, kann man damit was anfangen, sollte man das in seiner Survival-Ausrüstung drin haben oder nicht, also müssen sicherlich schon mal nicht, können sicherlich schon. Ja, so, das wäre das grobe Fazit. Was kann denn jetzt Firecord? Ja, Firecord kann jetzt Folgendes. Zunächst mal, ich halbiere das nochmal schnell. Ich habe hierzu eine sehr stumpfe Schere, aber dafür wird es reichen. Ja. Ne? Kann man das einfach so jetzt hier als Häufchen zusammenknüllen. Da fliegt dann ein bisschen Wachs runter. Das ist bewachst oder beparafint oder was auch immer. Also ob das jetzt echtes Bienenwachs wird es nicht sein. Und dann macht man sich hier so ein Häufchen draus. Und das Wachs kann man dann wieder dazu packen. Und in dem Zustand lässt sich das mit dem Feuerzeug ganz gut anzünden und brennt dann, ja, nach und nach ganz ordentlich. Ja, also, und in dem Zustand und bei der Menge und wenn man es dann so in dem aufgerollten Zustand lässt, brennt es auch, ich sag jetzt mal, lange genug, um bei guten Bedingungen, mit der Menge, wenn du mehr nimmst, brennt es länger, klar, um bei guten Bedingungen damit auch ein Feuer anzukriegen. Das ist in Ordnung, das ist jetzt nicht der dollste Zunder auf dem Planeten, aber das ist okay, völlig. Ja. Und erste Überlegung, gut, wenn ich normales Paracord dabei haben kann oder Firecord dabei haben kann, dann kann ich ja im Grunde auch Firecord mitnehmen, dann habe ich halt noch eine Zusatzfunktion. So, für die Firesteel-Freunde unter uns gäbe es jetzt noch die Fragestellung, kann man denn das auch mit dem Firesteel anzünden? Und das kann man, dazu wollen wir jetzt mal ein bisschen näher kommen hier. So, ich würde das hier mal aufdröseln in die einzelnen Fäden und vielleicht könnt ihr sehen, hier geht dann auch schon ziemlich viel von dem Wachs dann eben entsprechend verloren. Das rieselt hier so runter wie ja, Schnee, aber da geht dann schon einiges verloren. So, und ein bisschen was davon sollte man halt auffasern. Man muss nicht das ganze Ding auffasern, das ist gar nicht notwendig. Ich hoffe, das langt schon so. Ein bisschen. So um den Dreh. Jetzt hängt hier die andere Hälfte der Strippe noch drin. Das muss gar nicht sein. So, jetzt ist die Frage, kann man das in diesem aufgefaserten Zustand denn auch mit einem Firesteel anzünden? Und ich bin ja nach wie vor kein besonders toller Anwender dieser Dinger. Aber das ging, na, schon mal ganz gut.
Ja. So, und wenn man das jetzt so hebt, dann hat man auch relativ lange was von der Flamme. Ich finde, das ist nämlich auch noch durchaus eine Funktion, über die man nachdenken könnte, wenn man nämlich Licht braucht. Ja, und dann möchte man vielleicht reicht einem dann schon wirklich so ein kleines Flämmchen aus, einfach um irgendwas zu finden, was man am Lagerplatz sucht oder sowas. Dann kann man hier eben, indem man den Winkel der Schnur beim Halten variiert, recht lange mit einem Stück Schnur, je nachdem wie lang es natürlich ist, eine Flamme am Laufen halten. Oder natürlich auch wieder ein Feuer damit anzünden, klar. Ne? Und das ist recht praktisch. Und wenn man eine große Flamme haben möchte, dann gibt man halt entsprechend vergleichsweise viel Schnur, ja, und guckt, dass die Flamme in Richtung der Schnur auch brennt. Und dann kriegt man auch eine größere Flamme, die dann logischerweise schneller die Schnur verbrennt. Also auch eine Option, um Not, in der großen Not irgendwie an ein bisschen Licht zu kommen, wenn man durch eine Höhle muss. Das ist ein super realistisches Szenario. Man läuft durch den Wald, plötzlich ist da eine Höhle. Das ist vielleicht bei Hänsel und Gretel so, aber bei uns eher nicht. Und durch diese Höhle soll man nun durch und dann kann man sich hiermit eine improvisierte Lichtquelle entsprechend basteln. Ja, ihr seht ja, wie schnell die Abbrandgeschwindigkeit ist. Das geht also auf jeden Fall auch. Und das halte ich für eine ganz, ganz nützliche und ganz lustige Funktion. Und das kann natürlich auch interessant sein, wenn man das jetzt zufällig dabei hat und man hat nur einen Feuersteel als alternative Quelle, um irgendwas anzuzünden, und man hat ums Verrecken jetzt nichts gefunden, was man mit dem persönlichen Skill mit so einem Ding anzünden kann, dann hätte man noch einen damit anzündbaren Zunder direkt dabei. Dadurch, dass die Strippe gewachst ist, ist sie relativ wasserresistent, relativ Wunder braucht man auch nicht erwarten. Ja, und je nachdem, wie sehr man das auseinanderzwirbelt, ich mache hier draus mal ein ganz feines Knäuel auf Kamera. So, fängt das den Funken auch ziemlich gut. Übrigens, ich habe wieder Stativ im Weg, ne? Deswegen ist meine Handhabung vielleicht noch ein bisschen tapsiger als sonst. Aber das geht wirklich mit sehr vertretbarem Aufwand, das anzuzünden. Das kann man ganz einfach, das kriege auch ich sehr schnell hin. Und ja, auch wenn es nicht beim ersten Mal funktioniert, dann funktioniert es beim zweiten Mal. Aber so eine kleine Menge, die fängt zwar den Funken und dann brennt es mal kurz. Und das würde jetzt ausreichen, irgendwas anderes möglicherweise anzuzünden, das den Funken nicht ganz so gut fängt, aber mit einer Flamme sehr einfach zu entzünden ist. Aber so eine winzige Menge, das ist schon halt auch eine winzige Menge. Ne? Das muss einem klar sein. Ja, also diese Feuercord-Funktion, die ist relativ lustig. Die Angelschnur. Grundsätzlich macht die einen guten Eindruck. Ja, wofür kann man die brauchen? Theoretisch natürlich zum Angeln. Dann, wenn man irgendwas möglichst unsichtbar wo festbinden möchte, wozu auch immer. Und drittens, rein theoretisch, und da möchte ich wirklich den theoretischen Charakter kurz nochmal betonen, für Fallen. Ja, Fallenbaum machen wir nicht, dürfen wir nicht, ist streng verboten, völlig zu Recht, ist auch eine sehr grausame Art und Weise, ein Tier zu töten. Gerade mit solchen improvisierten Fallen, professionelle, wenn sie nicht funktionieren, sind schon grausam genug. Wenn sie dann nicht funktionieren. Wenn sie funktionieren, ist alles gut. Aber ja, gut, beziehungsweise oder auch nicht alles gut. Fallenjagd wirklich hochdifferenziert zu betrachten. Drum will ich dazu auch gar nicht weiter was sagen. Aber rein von den potenziellen Nutzbarkeiten dieser Angelschnur, da wäre sicherlich Fallenbau auch noch mit dabei. Aber die ist jetzt auch nicht so stark, dass man davon ausgehen könnte, dass man damit jetzt, was weiß ich was, fangen könnte. Und das dann reißt die nicht. Also ich kann sie so nicht durchreißen, aber ja, gucken wir doch mal. Angenommen, ich wickel mir die hier zweimal um den Finger und ich wickel mir die hier zweimal um. Nee, da würde ich mir auch eher böse wehtun, als dass das Ding reißt. Müsste man jetzt an Stock knoten und mal testen, wie lange es dann hält. Also einfach im Druck bis 10-15 Kilo, vielleicht 15 Kilo höchstens, das dürfte die noch aushalten, aber ich glaube, dann ist auch Schluss. Also so gefühlt, ne? Vielleicht ist sie noch ein bisschen stärker, ich weiß es nicht. Ja, folgendes Problem.
Jetzt haben wir hier noch einen Haufen Schnur rumliegen. Das ist, hoppla, die seht ihr nicht. Ja, haben wir noch einen Haufen Schnur rumliegen, weil wir jetzt nur gerade mal eben das Firecord-Dingens haben wollten und haben hier jetzt weiterhin noch so eine leere Hülse rumfliegen und können wir jetzt, also erst Frage Nummer 1, was machen wir mit dieser Hülse? Das Schöne ist, bei der Sorte, die ich hier habe, ist das relativ qualitativ hochwertig verwebt, die Hülse. Das ist auch nicht immer so, ich zoome mal wieder ein bisschen raus. Und das bedeutet, die alleine ohne Inhalt ist auch eine Schnur. Ja? Und zwar eine definitiv stabile genug, um damit irgendwelche Bauarbeiten zu machen. Irgendwelche zwei Stöcke miteinander verknoten, damit die dann auch gut halten. Das kann man da problemlos mitmachen. Die nimmt auch Knoten gut an. Das gibt dann relativ kleine, relativ enge Knoten, was einfach daran liegt, dass dann natürlich das Innenleben der Schnur raus ist und sie nur noch ein Schlauch ist im Prinzip, mit dem man Dinge verknotet. Aber das funktioniert. Also das kann man auf jeden Fall noch mitnutzen. Und dadurch, dass man dann noch weitere 7 von diesen weißen Nylonfäden hat, kann man die natürlich auch noch verwenden. Dazu kommen wir gleich. Ja, aber trotzdem die eigentliche Strippe, das eigentliche Paracord-Schnürchen, so in diesem Zustand, das ist dann hin. Und in diesem Zustand hat Paracord noch ein paar Vor- und Nachteile. Vorteil wäre auf jeden Fall, die ist noch vollständig. Ne? Da ist also auch noch der rote mit drin und auch die Angelschnur noch mit drin. Dass sich das Ding von der Haptik her prima für irgendwelche Sachen, wo man halt Dinge abspannt, mit Seilen arbeitet und so weiter und so fort arbeitet, eignet. Ne? Das hat einfach eine angenehme Haptik beim Verknoten. Da mag man gerne mit arbeiten. Das gibt Knoten, die man, wenn man sie stramm zieht, halten die auch. Ja, dann bleibt der auch stramm. Aber geht auch nochmal relativ einfach auf. Die Schnur ist dick genug. Die hat ungefähr 3 bis 4 mm Durchmesser, offiziell 4. Das ist einfach eine angenehme Dicke, auch um damit arbeiten zu können. Damit kann man also wirklich vom Anfassen her, vom Gefühl her prima auch ein bisschen einen komplizierteren Knoten machen. Das hier ist ein einfacher Abspannknoten, nichts Besonderes. Sie ist allerdings ein bisschen steifer als normales Paracord, also ohne den ganzen extra Kladderadatsch innen drin. Dadurch muss man gerade ein bisschen gucken, dass man seine Knoten dann auch schön hinbekommt, aber nichtsdestotrotz, das hier wäre jetzt ein Abspannknoten. Wenn ich jetzt hier das damit irgendwo festhänge, ja, und hier irgendwas mit abspannen möchte, so ist der Knoten stabil, die Schlaufe bewegt sich nicht, so kann man sie weiten oder auch wieder anziehen und unter Druck ist die Schlaufe wieder stabil und der Knoten bewegt sich nicht. Das Ding hat diverse Namen. Ich kenne ihn unter Topsegel Shortsteak. So, ich zeige euch spaßeshalber mal noch diesen Knoten, ne, für die Leute, die den noch nicht kennen. Also, wir machen eine Schlaufe. Das hier ist das Tragseil, hier dieser Teil. Nehmen wir mal an, das Seil wäre total lang, dann würde hier hinten irgendwo unser Zelt dranhängen, an dem Ende, oder was wir halt abspannen wollen. So, und jetzt haben wir hier das kurze Ende. Damit stehen wir jetzt vor einem Stock, wo wir zum Beispiel unser Seil dranhängen wollen, oder vor einem Baum. Dann müsste man natürlich eine sehr große Schlaufe machen, damit der Baum hier reinpasst. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, wir stehen vor einem Stock. Gut, jetzt machen wir erstmal so ein Schläuflein, dass das Tragseil oben ist. Ja. Ist im Grunde egal, kann auch unten sein, aber wir merken uns jetzt mal, das Tragseil ist oben. Dann gehen wir mit unserem Schlaufenmachseilstück hier durch die Schlaufe und machen so eine kleine Mini-Schlaufe, sage ich jetzt mal. So, sieht das dann aus, kann man sehen, ne? Heben wir so fest und das gleiche machen wir nochmal. Schwupp, heben wir, na? Heben wir auch wieder so fest und jetzt haben wir hier so 2 Schläuflein nebeneinander, beziehungsweise wenn wir von der anderen Seite gucken würden, hätten wir 3, das ist völlig egal, 2 oder 3, spielt keine Rolle. Und jetzt gehen wir mit unserem Seil, das hier raussteht, unter dem Tragseil durch, so, und hier nochmal mit dem Ende durch die Schlaufe und ziehen das Ganze fest. Also hier quasi einfach einen Knoten drauf machen. Das sieht dann im ersten Moment so aus. Das sieht jetzt nicht so hübsch aus. Wenn man es umdreht, sieht es auch noch nicht so hübsch aus. Wenn man es aber dann festzieht,
Dann entsteht da durchaus was dann auch bisschen hübscher ausschaut, nämlich so, und dann kann man auch erkennen, wir haben im Prinzip das Tragseil mit sich selber hier mit einem beweglichen Knoten festgemacht und den können wir verschieben. Ja? Und damit können wir das beliebig groß machen oder eben beliebig klein und damit auch nachträglich noch Spannung aufs Seil bringen, indem wir halt die Schlaufe größer machen. Dann wird das Seil nämlich kürzer und wir spannen. Und wenn wir die Schlaufe kleiner machen, sofern wir die Möglichkeit dazu haben, je nachdem, wo wir es angebracht haben, nehmen wir die Spannung langsam wieder raus. Und dadurch, dass das hier eben entsprechend festsitzt und wenn man hier im richtigen Winkel dran zieht, dann hebt der auch. Ja, gerade wenn hier was Dickeres drin ist. Wenn ich jetzt nur einen Finger nehme, dann ist er zugegebenermaßen ein bisschen rutschig. Okay, jetzt hebt er. Jetzt hebt er. Es kann sein, dass er am Anfang noch ein bisschen rutscht, aber jetzt hebt er wirklich. Mit einem Finger, mit zwei Fingern, mit drei Fingern ist gerade egal. Der hebt jetzt und er lässt sich nach wie vor, wie gesagt, auch verschieben. So, und das funktioniert mit Paracord ganz gut, weil dieser Knoten eben einfach deswegen hebt, gerade bei Zug, weil da Reibung drauf ist. Paracord ist ja auf der Außenseite ein gewebtes Seil. Ja, das kann man hier jetzt, glaube ich, einigermaßen erkennen. Das hat eine gewisse raue Struktur und drum funktionieren Knoten, die auf Reibung basieren, mit Paracord auch vergleichsweise gut. Wenn man eine richtig glatte Schnur hätte, wie zum Beispiel eben die Angelschnur, da kannst du keinen Knoten machen. Der nur auf Reibung basiert, beziehungsweise ist es halt schwieriger und die heben nicht so gut, weil das einfach glatt an der Schnur entlang rutschen kann und ja, also es schränkt die Möglichkeiten der Knotenmacherei ein wenig ein, wenn man eine Schnur hat, die zu glatt ist. Haben jetzt so ein Stück Schnur hier dabei, wollten damit eigentlich einen kleinen Teil von unserem Zelt meinetwegen irgendwie noch weiter den Abstand zwischen Hering und Zeltplane verkürzen, indem wir hier ein Stück Schnur dran machen. Und jetzt fällt uns ein Mist, wir haben ja gar nichts zum Feuer machen. Wollten wir jetzt also hier an den Firecord rankommen, müssten wir quasi das ganze Innenleben der Schnur rauszerren. Und ja, dann ist er halt, nee, sogar 10. 7 weiße Strippen, eine Angelschnur, ein Firecord und eine Hülse, die ja auch nochmal eine Schnur ist. Ja, also das kann man schon machen. Oder alternativ, man hat an einem Ende, mindestens an einem Ende seiner Schnur, das Ganze ein bisschen zusammengeschweißt. Das zeige ich euch gleich noch. Dann kann man nämlich auch hier einfach den Mantel zurückziehen, soweit man das braucht. Und wenn man dann zum Beispiel Angelschnur und Firecord haben möchte, und zwar nur Angelschnur und Firecord, kann man sich das an der entsprechenden Stelle natürlich auch abschneiden. Kann man auch ein Messer nehmen, selbstverständlich. So, und da man das hier hinten jetzt verschweißt hatte, ne, können wir das einfach wieder vorziehen, hinten festhalten. Hülse um die Seelen heißen diese einzelnen weißen Schnüre, drum rumziehen und dann ist die Strippe wieder vollständig. Wir haben weiterhin die stabile, dicke Paracord-Schnur, die hält etwa 260 Kilo, irgendwie sowas um den Dreh. Heißt, die ist auch wirklich stabil, wenn man irgendwelche richtig festen Schnüre braucht und irgendwas richtig stabil verbinden möchte. Auch wenn ich jetzt nicht konkret genau weiß, was man damit vorhat. Abseilen soll man sich mit dem Zeug nicht, dafür wird regelmäßig gewarnt. Ist eine statische Schnur, die ist. Naja, sie dehnt sich unter gewissen Bedingungen schon, aber wenn man da reinfallen würde, angenommen, man seilt sich mit dem Ding ab und man wiegt von mir aus auch nur 50 Kilo mit Rucksack, ja, angenommen. Und rein vom Gewicht her erscheint einem in einer Notsituation es möglich, sich mit dem Ding abzuseilen, weil es einen eigentlich tragen sollte. Also erstens, wenn man dann abrutscht und fällt in dieses Seil, dann ist durch diese Tatsache, dass das eben gar nicht elastisch ist, gibt es dann so einen Puff-Ruck. Und mit dem haut es einen sonst wohin oder kann einem einfach schlicht und ergreifend durch diesen schlagartigen Ruck die Wirbelsäule verletzen, bis hin zu brechen und solche Sachen. Deswegen sollte man damit halt niemals klettern, auch nicht, wenn man mehrere davon zusammen flechtet und dann im Grunde ein super starkes Seil hat. Das hat einfach keine guten Eigenschaften, um als Kletterseil verwendet zu werden. Gut, wenn es um Leben oder Tod geht, kann man es ja trotzdem machen, aber dann hat man sowieso, dann gelten normale Sicherheitsregeln ohnehin nicht mehr, ne? Ja, und
Das kann man eben weiter verwenden und hat eben trotzdem, ohne sein Seil geschrottet zu haben, jetzt eine Ladung Zunder und kann den, wie eben beschrieben, auch noch einsetzen. Also hinter der Prämisse, dass man eben auch den Zunder rausbekommt, ohne gleich das ganze Seil auseinanderzunehmen, halte ich das für eine ganz coole Sache eigentlich. Gleiches gilt für die Angelschnur. Die ist übrigens nur dahingehend nützlich, dass man, wenn man damit wirklich angeln möchte, natürlich ein sehr langes Stück Schnur bräuchte, das man dabei hat, wo man dann auch ein sehr langes Stück Angelschnur rausnehmen kann, weil mit 20, 30 Zentimetern Angelschnur wird schwierig, einen Fisch zu fangen. Notbehelf wäre, dass man dann irgendwie auf die Idee kommt, an die Angelschnur halt einfach eine Seele, eine normale Paracord-Seele, die ist ja immer noch zusammenklebend, da noch dran zu binden, zu hoffen, dass das dann auch hebt. Ja, ich heb's jetzt einfach mal zusammen und hätte dann im Wasser ragend den unsichtbaren Teil, den der Fisch nicht sehen soll, und aus dem Wasser ragend, wo es egal ist, halt den sichtbaren Teil, den der Fisch sehen kann. Ich garantiere mal, dass ich damit nichts fangen würde, aber für Notfälle wäre das vielleicht noch eine Option, aber es darf mal gerne jemand, der wirklich angeln geht, seine Meinung dazu äußern, ob das überhaupt möglich ist, selbst wenn der Knoten hält. Ja, das ist nochmal eine andere Frage, ob der Knoten hält. Man müsste dann also schon einen sehr kleinen Fisch fangen, der nicht genügend Kraft hat, um diesen Knoten dann wieder auseinander zu bekommen. Ja, aber trotzdem in jedem Fall ein Vorteil, den Paracord generell und insgesamt hat, ist natürlich diese 7 Seelen, die da drin sind. Und theoretisch kann man dann aus einem Meter zusammen mit der Hülse 8 Meter Schnur machen, also nur theoretisch abzüglich der Knoten, indem man die halt jeweils noch miteinander verknotet. So, und wie verknotet man die miteinander? Dazu gibt es noch einen schönen Knoten. Also, Schnurverbindungsknoten machen wir jetzt folgendermaßen. Wir haben hier eine leere Paracordwurst, ja, da ist also keine Seele mehr drin, die ist hohl. Und wir haben hier noch eine volle Paracordwurst. Die kriege ich auch nicht zusammengedrückt, fühlt sich auch ganz anders an. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, dass das von der Haptik her was anderes ist. Das Schöne ist, mit dem folgenden Knoten kann man auch unterschiedliche Schnüre miteinander ganz gut verknoten. Insbesondere, wenn sie eine raue Oberfläche haben, so wie jetzt die beiden Paracorde. Und der ist total einfach. Da gibt es bestimmt noch viel bessere Knoten, aber der hier ist total simpel. Wir machen einen Knoten. Ja? Stinknormalen Knoten, wie wenn man Schuhe zuknoten wollen würde. Das Ganze sieht jetzt so aus und wir haben eine obere Schnur und eine untere Schnur. Eine, die jetzt unterm Tragseil liegt, eine, die gefühlt oben drüber liegt. Na? So, und jetzt müssen wir einfach beachten, der obere bleibt oben und der untere bleibt unten, und machen so über Kreuz mit dem oberen oben und dem unteren unten einfach nochmal einen Knoten. Schwupp. Und ziehen das Ganze zusammen und ihr seht schon, wir kriegen hier so eine formschöne Schlaufe. Und das ist der sogenannte Samariterknoten. Der allein reicht schon, um zwei Seile miteinander zu verbinden. Sofern die eine raue Oberfläche haben, zieht er sich schön weiter fest. Und dann verhindert die Reibung, dass hier noch irgendwas auseinanderrutscht. Und zwei unterschiedlich beschaffene Seile, weil das eine das andere festklammert, heben miteinander sehr, sehr gut. Und da kann man also beliebig viele Einzelstücke, Paracord oder Paracord-Hülsen miteinander verknüpfen und kriegt ein, ja, deutlich längeres Seil. Problem: Das funktioniert nicht so richtig, wenn wir zwei Seelen miteinander verknoten wollen. So, das ist jetzt schwer zu sehen, aber hier habe ich zwei Seelen und die werde ich jetzt auch, gehen wir mal ein bisschen mehr zum Ende. Also ich mache hier einen stinknormalen Knoten rein, wenn ich das mal wieder hinkriege. Das ist schon viel schwieriger, mit diesen dünnen Schnürchen zu hantieren von der Haptik her. So, und jetzt ist hier der obere, ist das der obere? Ja, das ist der obere, der bleibt oben, hier, der da. Und das ist der untere, der bleibt unten. Und wir machen hier noch einen Knoten rein. Und, hoppsa, hätten jetzt
eigentlich auch einen Samariterknoten, eigentlich, aber weil die Reibung dieser feinen Seile ohne raue Oberfläche einfach zu lasch ist, geht der auf, wenn man dran zieht. Das heißt, wir machen einfach noch einen dritten irgendwelchen Knoten obendrauf, einen stinknormalen, zack, dann haben wir das gesichert, dann kann der nicht mehr aufgehen und fertig ist die durchaus auch stabile Verbindung zweier Paracord-Seelen. Ja? Gibt bestimmt noch fanciere Knoten, wie man zwei Seile miteinander verbindet, aber das ist der ist so simpel, den sollte eigentlich jeder, inklusive mir, beherrschen können. Oh, jetzt habe ich da dran gezogen, jetzt hebt schon wieder nicht mehr. Jetzt habe ich schon wieder lose gemacht. Also ja, nicht den Knoten hinterher noch lose machen und ruhig erstmal testhalber anziehen und dann hebt er. Und nicht dran rumspielen. Funktioniert das System, spiel nicht dran rum. Also so mache ich das jedenfalls. Und dann kriegt man halt irgendwann eine, Moment, ja, aus einer, zwei und einer dritten und noch einer vierten Seele und die hier sind jetzt zusammengeschnitten. Nee, das ist auch ein Knoten, stimmt, den hatte ich irgendwann mal, was weiß ich wann gemacht. Und dann gibt es irgendwann ein relativ langes Seil aus einem kurzen Stück Paracord und das ist sicherlich nochmal ein Vorteil, den eben Paracord so mit sich bringt. Ne? Ansonsten muss man sagen, die Schnur ist einfach cool, finde ich. Die macht Spaß, aber die hat auch Nachteile, denn Paracord ist aus Nylon. Wenn Nylon nass wird, dehnt sich's. Und das heißt, wenn man damit sein Zelt, Tarp, was auch immer abspannt, Hängematte aufhängt, ganz egal, was man damit tut, es wird sich, wenn es nass wird, ein bisschen dehnen und das macht es dann erforderlich, dass man gegebenenfalls nochmal nachspannt und im schlimmsten Fall im Regen nochmal aufstehen muss, um nachzuspannen. Ich halte das für ein vertretbares Problem, wenn man ohnehin ein Nylon-Zelt oder Tarp verwendet, weil da gibt das Material vom Tarp oder Nylon auch nach und egal was für eine Schnur man zum Abspannen verwendet, man muss doch sowieso nochmal raus, um nochmal nachzuspannen. Das ist halt so, sobald man irgendwas mit Nylon verwendet. Das heißt, ob die Schnur noch zusätzlich nachgibt oder nicht, das macht die Sau dann auch nicht mehr fett. Ja. Hat man hingegen einen Tarp oder ein Zelt oder was auch immer aus einem nicht sich ausdehnenden Material und nimmt eine sich ausdehnende Schnur, ja, das wäre dann schon ein bisschen blöd, weil dann nur wegen der Wahl der Schnur, die man ja leicht ersetzen kann, müsste man dann nachts nochmal raus, wenn es regnet und nachspannen. Ja, das ist sicherlich einer der Nachteile. Der nächste Nachteil ist das Gewicht. Ein ganzes Bündel von dem Zeug, ich weiß nicht mehr, wie viel das jetzt sind, vielleicht 25 Meter noch, irgend sowas um den Dreh, 26, 27, das wiegt schon was. Das hat ein gewisses Gewicht. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass man dass das richtig, richtig schwer wäre, aber es hat Gewicht. Und es gäbe durchaus Schnüre auf dem Markt, die sehr, sehr stabil sind und kein Gewicht haben. Das hier zum Beispiel ist Dyneema. Eine Form von Dyneema-Schnur, Dyneema-Seil, da gibt es verschiedenes davon. Das ist derzeit das stärkste Kunstfasermaterial der Welt, mehr oder weniger. Das ist nahezu völlig unzerstörbar für den Durchmesser, den es hat. Ich glaube, die hier hält garantiert 80 Kilo bei der dünnen Strippe hier. Oder waren es noch mehr, könnten auch 120 gewesen sein. Kriege ich nicht mehr zusammen, aber wenn man hier von einem Bündel mitnimmt, das wiegt nichts. Ne? Das wiegt wirklich überhaupt nichts und das sind jetzt insgesamt, ich glaube, 3,50 Meter irgendwas um den Dreh, ich hatte es mal gemessen und das wiegt halt nichts. 3,50 Meter Paracord ist erstens mal einfach durch die Dicke ein viel größeres Schnurbündel und das hat auch wieder ein Gewicht. Ja. Also kann man schon überlegen, wenn man Gewicht sparen möchte, ob man auf zum Beispiel Dyneema-Schnur zurückgreift. Die hat aber, das muss einem gesagt sein, die gibt es in verschiedenen Varianten, einmal mit einer gewissen rauen Oberfläche, das hat die hier, zumindest so halbwegs rau, gibt es aber auch in super, super glatter Oberfläche und dann hat man wieder das Problem, dass einem Knoten, die auf Reibung basieren, in der Gegend rumrutschen, also zum Verknoten ist das einfach viel angenehmer und das ist auch dicker und damit leichter in der Handhabung und wenn man zum Beispiel abends müde ist oder einem kalt ist oder
man nachts nochmal einen Knoten machen soll im Halbschlaf, dann fällt das mit Paracord natürlich leichter, als wenn man mit großen, wurschteligen Fingern mit so dünnen Schnürchen irgendwelche Spezialknoten machen soll. Und dann fängt man ganz schnell an, auf den Spezialknoten zu verzichten, sondern macht irgendeinen Wurstelknoten, der erstmal hält, den man am Ende nie wieder aufbekommt. Und dann hat man ein Stück Schnur weniger, ne? Weil die Möglichkeit, ihn aufzubekommen, dann in sowas zum Beispiel besteht. Also ja, viele Leute schwören auch auf Naturschnur. Die hat einen großen Vorteil. Die ist nämlich A, glimm bis brennbar. Wenn sie schon, ja doch, diese hier ist sogar brennbar. Das ist natürlich ein Survival-Vorteil an sich. Da hat man auf jeden Fall eine Art Docht. Wenn man dann noch dazu noch Harz hat oder Öl oder irgendwas ähnliches, dann kann man sich da tatsächlich auch noch einen ganz wunderbaren Docht draus bauen. Ja, die lässt sich auch mit dem Firesteel anzünden, indem man sie vorher auffasert und ein kleines Häuflein draus macht. Und die ist biologisch abbaubar. Das ist sicherlich auch nochmal ein Vorteil. Vergisst man seine Schnur im Wald und nimmt sie nicht wieder mit, dann wird Paracord da noch lange Zeit hängen. Und früher irgendwann wird er zerkleinert von den Umwelteinflüssen. Dann haben wir halt Mikroplastik. Ne? Ob das besser ist als ein Paracord, der am Baum hängt, das weiß ich nicht. Das hängt vom Blickwinkel ab. Und ja, das Teil brennt tendenziell länger als unser Firecord hier, was einfach damit zusammenhängt, dass es natürlich auch dicker ist. Ja. Aber von der reinen Flammenentwicklung her hat dieses Firecord-Zeug da schon seine Daseinsberechtigung. Ne? Also man kann da also auch mal durchaus großes Feuer mitmachen, bis man es fallen lässt, weil man sonst Angst hat, dass man sich verbrennt. Und ja, dann ist schade. Wenn man da Spaß dran hat, dann würde ich tatsächlich ein Paracord wie dieses, das halt eben noch zusätzlich so ein Zunderschnürchen drin hat, empfehlen, weil das zusätzliche Zunderschnürchen, das fällt jetzt auch nicht mehr ins Gewicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ob man da eine zusätzliche Angelschnur drin hat, meines Wissens gibt es kein hochwertiges Firecord, also Firecord mit Zunderstrippe drin, das nicht auch noch eine Angelschnur enthält. Teilweise gibt es noch ein paar fanciere Versionen, die dann noch einen Kupferdraht drin haben, der für Fallenbau gedacht ist. Da möchte ich von abraten, der Kupferdraht macht die Haptik von der Schnur kaputt. Ja, dann lässt die sich nicht mehr vernünftig verknoten, weil halt ein Draht drin ist und wirkt zu starr. Und ist für alles andere nicht mehr zu gebrauchen. Und ganz ehrlich, einen dünnen Kupferdraht, wenn du einen haben willst, steckst du noch einen in die Hosentasche und gut ist. Das gleiche könnte man natürlich auch für Zunder sagen, aber ja. Ja, und mit Paracord lässt sich, wenn man dann Spaß dran hat, auch ein ganz toller Schlüsselanhänger basteln. Ganze Geldbeutel lassen sich da draus basteln, Ummantelungen für Trinkflaschen, Messerscheiden, Messergriffe, die berühmten Paracord-Armbänder oder mein Hutband. Guckt euch irgendein anderes Video an, mein Hutband ist auch eine einfache Flechtarbeit aus Paracord, nichts Aufwendiges. Das dauert nur lange, weil es vergleichsweise lang ist. Ja, aber das kann jeder nachmachen, sowas in der Richtung ist nicht schwierig. Nachtrag noch, ich habe ja gesagt, ich zeige euch noch, wie man das verschweißt. So, hier haben wir jetzt mal ein kleines Stückchen, das ist jetzt unverschweißt. Das Problem ist, dadurch, dass das Firecord ist, müssen wir hier erstmal ein bisschen die Hülle zurückziehen und hier ein Stück vom Firecord freilegen. Also mindestens vom Firecord. Na? Ja, wenn man dann zwei Hände hat und das an einem liegenden Stück Schnur machen kann, was ich gerade nicht kann, weil ich muss es ja hochheben, dann geht es einfacher. Aber beim Firecord muss man jedenfalls ein Stückle abschnippeln. Wie gesagt, mindestens vom Firecord, wenn man von was anderem auch noch was abschnippeln. Und ja, diese Schere ist stumpf, dann ist das nicht so schlimm. So, und jetzt schieben wir das Ganze wieder zurück, heben es unten fest. Schieben es ungefähr bis hier und das ist jetzt kein schönes Ende, das ist ziemlich ausgefranst, aber sollte funktionieren. Da braucht man dann irgendeine Flamme, kann auch ein Teelicht sein, muss kein Feuerzeug sein und brennt das dann so lange runter, bis
Auch das kann schön sein, kann nicht schön sein. Das ist bei normalem Paracord erheblich einfacher, bis sich dann da so eine Brandblase quasi drauf bildet, die mit der äußeren Hülle verschmolzen ist. Ja, das muss man ein paar Mal machen, das muss man üben. Man kann es dann auch noch an irgendeinem Gegenstand platt drücken. Das hat den Vorteil, dann ist es mit Sicherheit miteinander in Berührung gekommen. Das hat den Nachteil, dass das dann auch am jeweiligen Gegenstand klebt und wenn man es abmacht, kann es dann wieder aufgehen. In dem Fall hat es funktioniert. Wir hätten hier jetzt einen relativ scharfkantigen, sich nicht besonders schön anfühlenden Stöpsel, aber stabil ist der und damit wäre hier alles miteinander verschweißt. Und das heißt, wir können hier jetzt eben auch am anderen Ende die Seelen rausziehen und die Hülle zurückziehen und hinterher, dadurch, dass wir es hier unten jetzt problemlos festheben können, auch wieder draufschieben. Ja. Wenn man es verschmalzen wollte und hätte hier noch den Firecord drin, dann passiert Folgendes. Tada! Und klar, das brennt dann auch, aber beim Einschmelzen vom Rest von der Strippe, wobei diesmal habe ich, glaube ich, Glück. Jetzt ist der Firecord so weit runtergebrannt, hat das da geschmolzen und tatsächlich alles miteinander verschmolzen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das habe ich jetzt so noch nicht hingekriegt bisher. Oh, lustig. Ja, okay, also das geht offensichtlich auch. Learning by doing. Ist ja witzig. Das ist ja fast noch einfacher. Gucken wir mal. Ja, doch. Das hebt und ist eine schönere Verschmelzung als die ich jetzt hier hinten hinbekommen habe. Aber das geht so natürlich auch. Und wenn man hier so einen knubbeligen Abschluss vom Seil hat, das kann auch ein Vorteil sein, weil je nachdem, was das für ein Knoten ist, hat man dann auch nochmal automatisch einen Seilstopper. Ja, also nach wie vor eine Strippe, mit der ich persönlich sehr, sehr, sehr gerne arbeite. Und mir gefällt halt einfach noch dieser Survival-Ansatz, dass man, hat man einen Meter Paracord, hat man eigentlich 8 Meter dünnes Seil zum Verbinden von irgendwelchen Sachen, zum Hüttenbau und so weiter und so fort. Da kommst du mit 8 Meter dünner Bindfaden, mit dem du was verbinden kannst. Einfach so, dass es halbwegs hält. Das muss ja keine Orkane aushalten oder Ähnlichem. Da kannst du mit 8 Meter schon echt was anfangen, während 1 Meter, völlig egal, ob das jetzt so eine dicke Schnur ist oder so eine dünne Schnur oder meinetwegen ein Dynema, 1 Meter Dynema, der mag ja unzerstörbar sein, aber es ist halt trotzdem nur ein Meter und so gesehen, ja, aber alternativ hätte man halt eben dasselbe Gewicht, wenn man 8 Meter von so einer dünnen Schnur direkt mitnehmen müsste und könnte sich dann das Mitschleifen von dieser dicken Schnur eigentlich sparen. Also es gibt wirklich Vor- und Nachteile, aber für mich persönlich überwiegt ganz klar die super angenehme Haptik von der Strippe, dass sie schön sich anfasst, dass sie schön zu verarbeiten ist, schön zu knoten ist und man sie auch wirklich gerne anfasst. Und zur Not geht es sogar auch mal mit Handschuhen im Winter, wenn man jetzt keinen super, super komplizierten Knoten vorhat zumindest. Und es hängt natürlich immer von der jeweiligen individuellen Fingerfertigkeit ab. So. Selbst für meine Verhältnisse habe ich damit jetzt alles gesagt, was mir dazu einfällt. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal und dann habe ich jetzt keine Ausrede mehr, weshalb ich den Fußabtreter nicht sauber machen muss. Tschüss.